Unter Initialkaries versteht man eine Kariesläsion, welche sich noch im Zahnschmelz befindet. Solange die Karies nur im Zahnschmelz lokalisiert ist, kann sie noch ohne Bohren therapiert werden. Aber wie kommt es überhaupt zu Karies? Der Zahnbelag Plaque ist Auslöser der Karies. Im Zahnbelag befinden sich Bakterien und deren Produkte, die den Zahn angreifen. Mehr dazu im Video Karies. Die Bakterien im Zahnbelag brauchen Futter zum Leben. Dieses bekommen sie aus den Nahrungsresten, solange sie sich im Schmelz befinden. Sobald die Karies bis zum Zahnbein, Dentin, angelangt ist, können die Bakterien sich aus den Proteinen des Dentins ernähren. Die Erkrankung bekommt dadurch eine Eigendynamik. Ab diesem Zeitpunkt muss die Karies vom Zahnarzt mit dem Bohrer entfernt werden. Ist die Karies also noch im Zahnschmelz? Eine sogenannte Initialkaries. Und man schneidet sie von den Nährstoffen ab. Dann sterben die Bakterien und die Plaque. Vorausgesetzt, sie optimieren ihre Putztechnik. Man nennt diesen Vorgang Kariesversiegelung. Mehr dazu im gleichnamigen Video. Sobald aber die Karies am Dentin angekommen ist, reicht eine Versiegelung von außen nicht mehr aus. Sie sehen nun ein Röntgenbild von einer Initialkaries. Der dunkle Fleck im Zahnschmelz, gekennzeichnet durch den grünen Kreis.